Das Deutsche Bank Areal befindet sich in einzigartiger innenstädtischer Lage in Frankfurt. Das neu entstehende Quartier soll zu einem pulsierenden Drehpunkt im Herzen Frankfurts werden. UN-Studio aus Amsterdam haben ein einzigartiges Ensemble geplant, das selbstbewusst Teil der Frankfurter Skyline und ein neues identitätsstiftendes Stück der Stadt wird und für Diversität und Lebensqualität steht. Ein gesunder Lebensraum, der Integration und Nachhaltigkeit fördert. Die zueinander im 90-Grad-Winkel rotierenden Turmvolumen erzeugen ein Prinzip von 360-Grad-Ansichten. Vorder- und Rückseiten werden vermieden. Der Stadtplatz verbindet das Quartier in südlicher Richtung mit der großen Gallusstraße und lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Hier wird gearbeitet, gewohnt und erholt. Die Blockwandbebauung wird an allen drei Grundstücksgrenzen aufgebrochen. Hier werden die unterschiedlichen Eingänge in das Quartier definiert. Der Quartiersplatz wird zum zentralen Anker des Areals. Bewegungsanalysen haben gezeigt, wie die Geometrie der Gebäudevolumen und die Wegeführung bestmöglich funktionieren. Das funktionsdurchmischte Quartier fördert einen nachhaltigen städtischen Lebensraum. Dabei wird die Food Hall zum wesentlichen Verbindungsglied zwischen dem Quartiersplatz und der Junghofstraße. Die denkmalgeschützte Bestandsfassade entlang der Junghofstraße bleibt intakt. Lediglich zwei bauliche Eingriffe erfolgen zur Erschließung des Quartiersplatzes und des Büroturms T4. Auf der Sockelzone entsteht ein einzigartiger grüner Dachgarten. Ein öffentlich zugänglicher Naturraum mitten im Herzen der Stadt und über den Dächern von Frankfurt. It's a project about people, the people of course of Frankfurt. It's about social sustainability in the city, active liveliness within the center. It's a project for all.